Die Zügel bei allen Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, diese Zügel, die müssten nun endgültig angezogen werden. So und in einer ähnlichen Form hat gestern der Bundeskanzler Alexander Schallenberg die derzeitige Corona-Situation beschrieben. Verschärfende Maßnahmen in Form einer 2G-Regelung für das gesamte Bundesgebiet sind die Folge und diese angezogenen Zügel, die sorgen bereits am Folgetag, am Samstag in Wien, wie beispielsweise hier im 10. Wiener Gemeindebezirk, für einen regelrechten Ansturm auf die Impfboxen, die sich mittlerweile zu einer durchaus veritablen Impfstraße ausgewachsen haben. Noch nie haben sich so viele Menschen hier im 10. Wiener Gemeindebezirk angestellt, wollten sich einen Stich abholen. Und bei diesen zusätzlichen verschärfenden Maßnahmen der Bundesregierung gibt es noch einen zusätzlichen Motivationsfaktor, nämlich alle Personen, die innerhalb der nächsten 4 Wochen sich zumindest den ersten Stich abholen lassen, sind im Zusammenspiel mit einem PCR-Test den sogenannten vollimmunisierten Geimpften gleichgestellt. Das führt natürlich zu diesem Ansturm hier in der Impfbox im 10. Wiener Gemeindebezirk, aber nicht nur, in sämtlichen anderen Impfstraßen gibt es hier ähnliche Bilder, wie beispielsweise im Stephansdom, auch hier eine Impfmöglichkeit, beim Wiener Austria Center, beim Thomas-Klestil-Platz im 3. Wiener Gemeindebezirk oder aber auch bei der Impfbox am Rathausplatz. Die Menschen, die Wienerinnen und die Wiener, die stürmen die Impfstraßen.